Hallo, lieber Wassermann, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal Seele Luana. Mein Name ist Tina und das wird hier deine Botschaft für die kommenden 3 Monate sein, die ich hier für dich auslege für Oktober, November und Dezember. Und das ist ein allgemeines Reading und spür bitte gut in dich hinein. Und ich empfehle aber dennoch, dass wenn du vielleicht jetzt erstmal so dieses Gefühl hast, ist vielleicht nicht so mein Reading, dennoch eben halt mal so im November oder Dezember nochmal reinzuklicken. Vielleicht ist doch das ein oder andere eben halt für dich dabei. Und wenn nicht, bist du eben halt das nächste Mal dabei. Ich habe hier schon meine Lenormand-Karten liegen, ja, wo ich dann gleich hier das komplette Kartenblatt auslege und da eben halt die Botschaften für dich herausfiltere, ja. Und es ist so, egal ob du Mann oder Frau bist, wirst du auf jeden Fall hier die Karte 29 sein im Kartenblatt. Und es gibt natürlich noch andere Personenkarten. Dazu sage ich eben halt etwas, wenn das ganze Kartenblatt hier vor mir liegt. Zum Schluss des Readings werde ich noch eine Karte aus The Map ziehen, Weisheitskarten der Seele. Das ist das Orakeldeck. Und die Karten werden aufrecht oder umgekehrt gelesen. Da schauen wir dann gleich später, wie sich die Karte hier für dich am Ende des Readings zeigen wird. Ich denke mal, ich habe jetzt alles gesagt. Ich glaube schon. Ja, so. Also die lieben Männer dürfen dann eben halt auch hier wieder umswitchen. Also auch du bist hier die Dame, aber ich denke mal, dass das jetzt schon verständlich war. Habe ich gesagt, dass es hier um das Sonnenzeichen geht. Sonnenzeichen des Wassermann und AC Wassermann und eine Wassermann-Betonung. Ne? Sprich, wenn man da eben halt mehrere Planeten zum Beispiel im Wassermann hat, dann hat man auch eine starke Wassermann-Betonung. Ne? So, ich bin mir jetzt nicht sicher, dann habe ich es halt doppelt gesagt. Dann schauen wir mal, lieber Wassermann, für dich. Für Oktober, November und Dezember. Ja, super, super gelaufen die Karten. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist dein Gegenüber. Oh, 6, 7, 8, 9. Stimmt das? 2, 4, 6, 8, 9. Ja, also ihr schaut euch Auge in Auge an. Ihr liegt ganz nah beieinander. Liegt auch für dich im Fokus des Kartenblattes. Also er ist also wirklich in den kommenden 3 Monate, er oder sie, ne, switchen, für dich Thema. Okay. Oh, dann mit deinem Gegenüber, so wie ich das hier schon sehe, läuft schon lange etwas falsch. Sehe ich ihm halt daran, weil das Gegenüber sich hier im Haus des Baumes legt. Der Baum liegt ihm halt hier drunter im Haus des Fuchses. Und die Kombination sagt mir eben halt, insbesondere weil halt auch der Baum noch sein eigenes Haus sucht, dass hier in der Tat schon lange etwas nicht, wie gesagt, richtig läuft mit ihm oder ihr. Du liegst halt auch hier im Haus des Unklaren, der Sorge. Ja, da haben wir auch den Fuchs schon in seinem Haus. Fuchs geht aber aus dem Kartenblatt, ja. Zeigt für mich eben halt auch nochmal so auf, wenn der Fuchs hier so links aus dem Kartenblatt schaut, dass es da eben halt schon in der Vergangenheit etwas gegeben hat. Ja, was eben halt diese Kombination hier schon mit unterstreicht, will ich mal halt sagen, ja. Es ist so, ihr liegt jetzt halt auch beide oben im Kartenblatt, bedeutet eben halt auch wiederum, dass ihr Karten unter euch habt. Entweder sind das eben halt in der Tat Karten, die ihr verdrängt, oder eben halt in der Tat etwas im Be Unterbewusstsein liegt, also es euch nicht bewusst ist, ja. Also dieses vielleicht dir, lieber Wassermann, nicht bewusst ist, wo halt letztendlich du aus einer Gewohnheit oder Prägung eben halt heraus,
aus Gedankenmustern oder beziehungsweise allgemein gesagt aus Mustern eben halt heraus immer wieder diesen selben Kreislauf gegangen bist. Das sagt mir letztendlich also auch schon hier die mittlere Reihe, nämlich mit dem Baum halt auch und dem Ring und dem Berg, also dass man da eben halt lange und immer wieder hier in denselben Kreislauf eingestiegen ist, was dann letztendlich für dich Frust und ja, halt auch Probleme gebracht hat und auch dich in diese Unklarheiten eben halt auch gebracht haben, ja. Ich nehme auch mit dem Baum wahr, das ist nämlich halt auch so eine Wartekarte, dass man da eben halt auch gewartet hat und eben halt auch aus diesem Warten eben halt heraus eben halt auch dieser Frust zum Beispiel hier entstanden ist oder diese Blockade, diese innere, ja, weil der Berg halt auch hier im Mond liegt. Der Mond liegt halt auch direkt hier unter dir, also im Unbewussten beziehungsweise. Ja, mir kommt sowas wirklich vor wie so ein Klumpen im Magen so, ja, so kommt mir das eben halt hier rüber. Da bleibe ich mal direkt dabei, wieso, weshalb, warum, denn da so ein Klumpen, so ein Stein natürlich sinnbildlich gesehen im Bauch, im Magen liegt, ja, weil der Mond, wie gesagt, der liegt hier direkt unter dir, Mond, Buch und Park. Sekunde, entschuldigt bitte. Hier haben wir auch noch mal, da sind zwei unbewusste Karten, ja. Hier liegt etwas wirklich total im Verborgenen. Oder man hat es eben halt wirklich dahin verschoben, ja. Da, die beiden Möglichkeiten sind da, ne? Also da eben halt auch schon direkt mal hineinspüren, so von wegen, nee, ich kann etwas nicht, ja. Oder eben halt, mir ist es gar nicht bewusst, wo bin ich denn da immer wieder in diesen Kreislauf gegangen, ja. Und denn hier möchte in der Tat etwas ins Außen mit dem Park, ja. Und der Park eben halt, offen zu sein, etwas offen auszusprechen, etwas an Bedürfnis, also was dir persönlich eben halt auch fehlt, in Bezug halt auf diese Person, sage ich jetzt mal so, die du hier direkt anschaust und die Person, die dich ja eben halt auch hier direkt anschaut. Was ist da, ich mag schon wirklich sagen, zwischen euch unausgesprochen, ja? Dein Gegenüber liegt hier im Haus des Baumes. Das ist ja halt auch so was Träges. Ja, eher, ja, wie gesagt, so was, ja, was Träges nehme ich eben halt wahr. Eben halt nicht, ja, ich suche gerade so nach einem Wort, ja, irgendwie sowas Unbewegliches nehme ich halt auch wahr, ne? Denn auch dein Gegenüber hat ja nun halt hier drei Karten unter sich liegen und das ist eben halt der Baum, der Ring und der Berg, ja? Also da nehme ich aber schon eben halt die Energie, seine Energie eben halt hier wahr, weil wie gesagt, er liegt im Baum und der Baum liegt direkt darunter. Wo geht eben halt auch dein Gegenüber immer wieder in eine Situation, oder in ein Verhalten eben halt hinein, was da, wie soll ich mal sagen, eure Verbindung, mir kommt gerade so dieses Wort, eure Verbindung stört, so kommt mir das hier so rüber, ja? Vielleicht sind hier wirklich gegenseitige Bedürfnisse, etwas, was wirklich zurückgehalten worden ist, nicht ausgesprochen. Ja, das nehme ich hier in der Tat wahr. Ich gehe mal hier zu Beginn des Kartenblattes. Hier haben wir die Schlange, das Kleeblatt, die Eulen und die Sterne. Letztendlich habe ich ja hier schon sehr viel Gefühl liegen. Es ist dein Reading, lieber Steinbock. Also ist da halt auch sehr viel Gefühl in Richtung deines Gegenübers. Aber auch liegt eben halt Sterne und das Herz eben halt auch in Verbindung mit deinem Gegenüber. Sprich, jetzt habe ich es ein bisschen doof ausgedrückt. Also ich nehme hier gegenseitig, jetzt so ist es einfacher, gegenseitig viel Gefühl eben halt auch wahr. Aber irgendwo halt auch, irgendwo ist ja was nicht gelebt. Na, hier wird irgendwas nicht gelebt. Es ist viel Gefühl da, ihr schaut euch direkt an, Auge in Auge, näher geht's nicht. Was gibt es da immer wieder halt an, ja, an Zweifel? Was gibt es da immer wieder an Kummer?
Ja, wie ich gerade schon sagte, was stört dich denn immer wieder? Aber wie soll das Gegenüber das wissen, das was dich womöglich stört, wenn es nicht ausgesprochen wird und nicht benannt wird? Ja, dann kommt man nicht vorwärts. Ich sehe sogar gerade hier, dass die Karte der Wege sich hier ins eigene Haus legt, also auch eine Karte, die gerne gesehen werden möchte. Und Wege bedeutet eben halt eine Wende, die hier gerne kommen möchte. Aber wieso kommt sie nicht, will ich mal einfach als Frage hier in den Raum werfen. Weil ich sehe, ich flechte mal direkt ein, es sind Prognosen und Tendenzen. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit der Aussage, die ich jetzt tätige, eben halt einzugreifen, die eben halt zu überlegen. Nee, da möchte ich aber nicht schon wieder reingehen oder es so belassen, denn ich sehe auf Zukunft immer noch dieses Abwarten mit Baum und Wege und den Wolken, ja, und da nehme ich dann wiederum deine Energie wahr, weil du ja halt auch im Wolken liegst, also dass man schon wieder abwartet mit einer Entscheidung und mit einer Wende, die da eben halt kommen möchte. Teile deine Bedürfnisse mit, teile das, was dir im Magen liegt, mit. Und ja, das ist eben halt ganz wichtig, eben halt, was in dir vorgeht. Da ist so viel Verborgenes bei dir im Herzen, da ist so viel Verschlossenes halt auch in deinem Herzen. Und das ist richtig gut verschlossen, weil du nämlich sogar den Anker im Buch hast. Ja, Buch ist nämlich im Herz. Und da nehme ich wirklich viel Verschlossenheit wahr und viel, ich halte daran fest, ich gebe da nichts preis, aber dann wundere dich eben halt nicht, wenn es wieder in einem Kreislauf geht. Es geht dann nicht voran. Und hier möchte etwas vorangehen. Ja, ich denke, dass du da schon dich mal mutig gezeigt hast. Ich sehe sogar hier halt auch noch die Störche im eigenen Haus. Also du hast da schon eine Veränderung vorgenommen. Du hast hier halt auch etwas ganz klar wohl mitgeteilt. Aber du hast da schon etwas mitgeteilt, ja. Aber wie soll ich mal sagen, das, was du mitgeteilt hast, ich will noch nicht einmal sagen, dass das unklar rüberkam. Hier ist irgendeine Angst verbunden. Du hast etwas klar mitgeteilt, aber ich nehme ja halt auch wahr, dass letztendlich irgendwo tief in dir, und das könnte dir eventuell nicht bewusst sein, eine Angst vor Partnerschaft besteht. Und das ist auch bei deinem Gegenüber so. Und das kann sein, dass euch beiden das nicht so richtig bewusst ist oder es euch bewusst ist und ihr es ins Unterbewusstsein verdrängt habt. Also nach, ja, ins Unterbewusstsein verdrängt habt. Das ist eben halt auch möglich. Also hier ist etwas ausgesprochen worden, schon ganz klar. Aber ich habe irgendwo so das Gefühl, die Haltung war da irgendwie nicht hinter. Also man hat da nicht so richtig hintergestanden. So kommt mir das rüber. Also so der Wille. Das ist ja bei beiden nicht so richtig zu erkennen. Und deswegen hat man sich dann quasi immer wieder weggeschlichen, ist abgetaucht oder ja, in die Enttäuschung gegangen, weil der andere vielleicht nichts gemacht hat. Und das möchte aber jetzt hier ganz glasklar gehen und transformiert werden.
Irgendwie nehme ich bei deinem Gegenüber, also du hast hier schon etwas klar geäußert und bei deinem Gegenüber nehme ich aber wahr mit dem Herz, mit dem Schlüssel und der Lilie. Ich glaube, dass er da schon immer wieder mal einen Schritt in Richtung Liebe auf dich zugegangen ist. Das sehe ich schon. Aber ich sehe irgendwie auch, dass er sich nicht so richtig getraut hat, also ebenso wie du, eben halt, ja, was so in ihm eben halt vorgeht. Irgendwas war ihm zu wenig, nehme ich wahr. Tja, irgendwas war zu wenig. Also ich sag mal, er hat hier schon verstanden, die Message, die du ihm da übermittelt hast, ja? Ich nehme aber auch hier wahr, dass es da irgendwie eine neue Liebe gegeben hat. Das nehme ich halt auch wahr. Aber aus, ja, ich, ja, weißt du, was es sein kann, lieber Wassermann, dass irgendetwas zu spät kam? Du hast eine Nachricht geschrieben und die kam irgendwie zu spät. Weil dann kam auf einmal eine neue Liebe, so unter dem Motto. Und aber dennoch könnt ihr quasi nicht die Finger voneinander lassen, so will ich mal sagen, ja? Mit der Person jetzt, ich hatte nämlich vorhin schon überlegt, ob die Schlange eben halt in der Tat eine Person ist. Die nehme ich aber schon als Person wahr, weil ja jetzt hier halt auch diese neue Liebe ist. Diese Person ordne ich hier schon deinem Gegenüber zu. Ja, die Schlange ist in einem privaten Reading eine Frau, kann hier halt auch ein Mann sein. Da gab es aber schon hier halt mit deinem Gegenüber und dieser Person also viel Kummer, viel Aufregung. Ja, irgendwie spürt dein Gegenüber aber schon, ja, guck mal, der liegt ihm halt ganz nah bei dir. Und er spürt oder beide spürt ihr irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht, ich kann es nur so plakativ sagen, so von wegen, dass ihr irgendwie zueinander gehört. Und aber nie so, ja, irgendwas. Weiß ich auch nicht, irgendwas schwelt hier so. Ich kann das gar nicht benennen. Also, irgendwie fehlt, auch wenn du Klarheit hier reingebracht hast im Brief, aber es ist ganz schön doof. Aber dennoch ist keine Klarheit da. Irgendwo ist da gegenseitig nicht ausgesprochen, was willst du von ihm und was will er von dir? So, unter dem Motto. Und deswegen nehme ich auch die Karten, die ich unter euch eben halt hier war. Hier liegt ganz viel im Unbewussten, ganz viel Unausgesprochenes, ja? Und immer dann, wenn dann so eine Blockade kam, dann weiß ich nicht, dann ist man in ein Muster gegangen, was jeweils, ja, was ihr jeweils in eurer Erfahrung, in eurer Prägung eben halt mitgebracht habt in diese Verbindung. Also sprecht mal wirklich offen miteinander, wenn die Gelegenheit wird sich auf jeden Fall hier ergeben. Und ich habe hier schon wieder das Problem, ehrlich gesagt, liegen, ne? Reiter, Park und dann klatsch, bumm, kommt der Berg, ja? Und hier ist vielleicht wirklich gefragt, mit dem Berg mal nach einer Alternativen zu gucken, eben halt wirklich anders vorzugehen. Wie sagte ich noch mit dem Kind, ja, anders, neugierig, ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ja, etwas Neues ausprobieren. Das sehe ich auch hier. Klee, Kind, Wege und den Berg. Geht mal diese Hürde, diesen Frust, den ihr da in euch habt, mal anders, kreativer. Ihr seid doch ein unheimlich kreatives Tierkreiszeichen, Sternzeichen, ja? Geht das doch mal anders an. Hier sehe ich auch jetzt erst, obwohl ich es schon ein paar Mal angesprochen habe, auch das Kleeblatt liegt hier im eigenen Haus. Ja, Klee, Störche, Wege. Ja, geht mal einen anderen Weg. Mal flexibler halt auch. Ihr seid ein fixes Luftzeichen. Luft ist Denken. Und von daher nehme ich hier auch wahr, dass hier immer gleich gedacht wird.
und man immer wieder denselben Weg. Das ist, das sieht man ja hier eindeutigst. Immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Geht kreativ, geht anders vor, ja? Schaut ihm halt auch wirklich mal das, was da ist, ja, bei eurem Gegenüber. Und spürt mal hinein in euren Gegenüber. Versetzt euch halt auch vielleicht mal in seine Lage. Spürt mal in ihn hinein, wie es ihm geht oder ihr, ne? Anders, geht anders vor. Nicht immer denselben Weg. Ja. Denn hier möchte wirklich dieses nebulöse Enttäuschungen in der Tat rausgehen. Ja. Schaue ich noch. Das sind zu viele Karten, die da gefallen wollten. Die Botschaft für dich für Oktober, November, Dezember mit der Orakelkarte. Einmal mische ich noch, falls sich dann keine zeigt, nehme ich die erste. Ja, ich sag ja, ihr haltet total fest an dem. Ihr habt da eine Linie, ich denke das und so ist das und ich gehe von meinem Bild nicht ab. Deswegen springt hier auch keine Karte, ne? Hier, der Anker im Buch heißt, ich halte fest an meine Strukturen, an meine Sichtweise, an meine Vorgehensweise. Das Respektive mit dem Anker heißt eben halt auch das Loslassen. So, okay, die Karte ist umgekehrt. Ich drehe sie mal eben um zu lesen. Das ist die Karte 34. Der schöpferische Funke. Ja, so sieht die Karte aus. Ich zeige sie euch mal. Die ist aber umgekehrt gefallen. Ja, da sehe ich schon wirklich die Antwort, genau das, was ich gerade sagte. So, der schöpferische Funke. Vielleicht ist die Zahl 34 für dich eine Zahl, womit du etwas verbindest, beziehungsweise 3 plus 4 ist 7. Und vielleicht die 7. Ja, ich lege sie mal jetzt hier aufrecht hin und dann schaue ich mal die 34 umgekehrt. Da sind wir schon. Der schöpferische Funke. Du bist ein reines Gefäß für die göttliche Kreativität. Umgekehrt. Es gibt Menschen, die dein Potenzial nicht anerkennen wollen und deshalb Wasser in dein Feuer gießen. Dann musst du dich von ihnen fernhalten, damit die Dinge nicht zu klamm werden. Kommt diese Karte in umgekehrter Position zu dir, dann kann das ebenfalls bedeuten, dass du einen Gedanken, einem Gefühl oder einer Situation gestattest, derart an deinen Kräften zu zehren, dass du Gefahr läufst, dich dabei völlig zu verausgaben. Zwanghaftigkeit und Impulsivität müssen jetzt in die Schranken gewiesen werden. Ruhe dich an einem wärmenden Feuer aus. Lasse die Dinge sich ein wenig beruhigen. Danach wirst du sehen, ob der echte Funke noch vorhanden ist. Wenn nicht, kannst du jederzeit ein anderes Feuer entfachen. Auch noch mal eine super Botschaft zu dem, was ich hier gesagt habe. Es passt aber hervorragend mit der Kreativität. Mehr möchte ich nicht zu dieser Karte sagen, weil ich gerne hätte, dass du da hineinspürst und was diese Botschaft aus The Map dir sagt, was sie mit dir macht und du da eben halt nochmal für dich eben halt Erkenntnisse herausziehst, ja? Spul nochmal zurück, wenn du dir die Botschaft nochmal anhören möchtest, eben halt generell, wie ich schon Anfang des Readings sagte, klicke nochmal im November oder Dezember rein, um dir halt auch nochmal Dinge aufzufrischen, was ich hier gesagt habe. Ich würde mir vom Herzen wünschen, dass ich dir hier mit deinen Botschaften helfen konnte und Anregungen geben konnte, eben halt auch anders zu denken, anders vorzugehen. Ja, wie gesagt, ich würde mich da ganz dolle für dich freuen.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit in den nächsten 3 Monaten. Wir sehen uns im Dezember wieder, sehen und hören uns im Dezember wieder, dann für die Botschaften 2022. Bis dahin, lieber Wassermann, alles, alles Liebe für dich und bleib mir gesund. Bis dann. Tschüss.